Stopp, 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 halt. 1,4 Millionen Euro in nur 10 Monaten Customer Lifetime Value, also Kunden, zusätzlichen Kundenwert, Mehrwert haben wir unserem IT-Dienstleister im B2B Mid-Market-Segment letztes Jahr 2021 hier erwirtschaftet. Willst du wissen, wie das auch funktioniert? Dann bleib auf jeden Fall dran. Wenn du also auch IT-Dienstleister bist, Vertriebler, Account Manager, Inhaber, CEO, CEO, CDO oder CIO, dann ist das hier auf jeden Fall interessant für dich. Wie haben wir das gemacht? Wir sind spezialisiert hier bei Klein Marketing auf die Neukundengewinnung in der IT-Branche, B2B, für ganz bestimmte Enterprise-Segmente, Mid-Market und Upper-Market. Das geht so los bei Zielgruppen, Firmen. Also die Zielgruppen unserer Kunden sind meistens so, beginnen bei 10 bis 20 Millionen Euro, meistens aber 50 Millionen Euro und dann aufwärts bis zu 1 bis 5 Milliarden Euro. Das ist so der Sweet Spot, wo wir gerne, sehr gerne arbeiten, wo wir auch sehr, sehr viele fundamentale Daten schon, sagen wir mal, sammeln konnten, was funktioniert ganz genau und was eben nicht. In diesem Fall hier haben wir eine Kampagne gehabt 2021, zum Thema CMS, also WCM, also quasi ja auch auf der Corona-basierten Krise, wo viele Firmen gesagt haben, wir müssen uns hier digitalisieren, wir brauchen eine vernünftige Webseite, eine Corporate-Webseite, global, international, in mehr Sprachen, mit zentralen, also wir müssen unsere Datensilos aufbrechen, müssen unsere ganzen Web-Assets zentral, unsere Kundendaten alles zentral verwalten können, wo dann letztendlich alle Abteilungen, je nachdem, Zugriff drauf haben. Ja, wir müssen einfach letztendlich mal Ordnung in unser Chaos bringen, mit einem Satz gesagt. Also hier sind sehr viele Unternehmen, die nach wie vor immer noch sehr stark dort investieren. Wie sind wir da vorgegangen? Ich werde jetzt das Ganze mal mit dir Schritt für Schritt durchgehen und durchkalkulieren. Und dann kannst du immer noch sagen, ob das für dich interessant ist, beziehungsweise wir können uns dann ganz gerne am Ende, hier unten findest du irgendwo den Link dann, auf eine 15- bis 30-minütige, mehr brauchen wir gar nicht gratis. So viel Zeit nehme ich mir gratis, Strategie-Session, Erstgespräch mit dir, alles nochmal individuell durchgehen. Ich werde dann eine Checkliste zusenden, zukommen lassen und aufgrund der Checkliste werden wir sehen, ob wir da auch dir helfen können. Wie sind wir da eben ganz konkret vorgegangen in dem Einzelfall hier, was kein Einzelfall ist, aber in dem einen Fall hier, 1000 Firmen haben wir uns ausgesucht. Diese 1000 Firmen haben schon ganz bestimmte Prämisse. Das heißt, es sind nicht irgendwelche 1000 Firmen da draußen gewesen, sondern es sind ganz speziell recherchierte 1000 Firmen, wo wir gesagt haben, okay, das ist genau die Branche, die wir brauchen. Das ist genau die Firmengröße, die wir brauchen. Und das ist genau die IT-Infrastruktur, die idealerweise schon vor Ort in diesen Firmen vorhanden sein muss. Ja, zum Beispiel 1000 Firmen, die bereits ein ganz bestimmtes ERP-System im Einsatz haben. Oder 1000 Firmen, die bereits ein ganz bestimmtes Office 365 im Einsatz haben und so weiter und so weiter. Das kann man sich entweder über die Jahre hinweg, kann man sich diese Informationen erarbeiten über ganz viele Telefonakquise, ja, indem man einfach die Firmen abfragt, immer wieder und immer wieder. So wie wir das auch machen. In Kombination natürlich kann man sich auch diese, wenn man weiß, wer die Zielgruppenbesitzpartner sind, wo man sich diese Informationen einkaufen kann, ganz offiziell, ja, kann man das auch. Manche wissen nicht genau wo. Wie gesagt, melde dich bei uns. Können wir alles besprechen im Einzelfall. Dann haben wir diese 1000 Firmen angegangen. Ungefähr in der Regel 100 Firmen pro Monat. Und jetzt magst du sagen, 100 Firmen pro Monat, ja, muss ich mal ganz kurz überlegen, der durchschnittliche Arbeitsmonat hat ungefähr 160 Arbeitsstunden. Wenn ich jetzt eine Person da dran setze, dann muss die ja nicht mal ja, ein bis zwei Firmen pro Stunde angehen. Ja? Das ist ja viel zu wenig. Nein, ist es nicht, weil es ist ja nicht so, dass wir irgendwo in der Firma anrufen, wo wir nur den Firmennamen erstmal wissen, sagen wir mal, ja. Und wir rufen einfach eine Zentrale an und dann wissen wir Bescheid, ob die Bedarf haben oder nicht. Ob die unserem kompletten Kriterienkatalog entsprechen, sodass wir sagen können, okay, wir gehen damit in die nächste Stufe. Das heißt,
Da muss schon eine ganz gewisse Arbeit reinfließen und eine Stunde pro Firma Arbeitszeit ist nicht zu viel. Ja, das kann ich dir soweit versprechen. Dann haben wir gesagt, okay, also dann haben wir letztendlich, wir haben es geschafft, dass wir in 10 Monaten ungefähr diese 1000 Firmen durch hatten. Dann haben wir aus diesen 1500 Termine gemacht, also ungefähr immer so um die 10 Termine im Monat mit einer Vollzeitkraft. Ja. Dann aus diesen 10 Terminen haben wir dann die Hälfte, also 50%, das muss ich mir vorstellen. Ja. Also in diesen Terminen hier waren wir in der Regel immer mit einem Sales-Spezialisten mit drin, ja, also der wirklich schon auch sehr viel Produktkenntnisse hat und so weiter. Und hier konnten wir trotzdem, also eine sehr starke Filterfunktion, das will ich damit sagen, drinnen. Und dann konnten wir trotzdem hier 50% davon, die Hälfte von sozusagen wirklich so weit qualifizieren, dass wir sagen, das ist ein SQL, ein Sales Qualified Lead oder Sales Qualified Opportunity. Was ist jetzt nochmal der Unterschied zwischen Sales Qualified Opportunity und Termin? Termin ist zum Beispiel eine Firma, die hat Interesse, die haben Bedarf, die haben auch irgendwie Budget vielleicht sogar schon. Aber das Projekt ist noch nicht innerhalb der nächsten 12 Monate. Das heißt, wir können hier davon ausgehen, dass hier noch, sagen wir mal, Projekte vergraben sind, die Umsatz bringen, aber vielleicht erst in einem Jahr, vielleicht erst über 2 Jahren, vielleicht auch erst in 3 Jahren. Ja, manchmal, wir haben Fälle, wo wir einen Termin gemacht haben und erst nach 2 Jahren ist der Abschluss erfolgt. Ja, für 100.000 Euro oder mehrere 100.000 Euro. Also auch das gibt es. Das heißt, wenn wir sagen, davon sind 50, die Hälfte, 50 SQLs, kann immer noch sein, dass hier dazwischen weitere 20, 25 Termine waren, die halt ein Jahr später oder 2 Jahre später in ein SQL sich verwandeln. Deswegen ist es auch so wichtig, das Ganze hier als Pipeline zu sehen. Ja, hier zum Beispiel so einen Trichter sich bildlich vorzustellen. Und da steckt letztendlich noch mehr Geld drin, als wie diese 1,4 Millionen, die wir da gemacht haben. Ja. Dann von diesen 50 SQLs haben wir hier dann 10 Neukunden, das ist so 5%, das magst du sagen, ja, 5% Conversion-Rate von hier, das ist ja gar nicht so viel, ja, von SQL zu Neukunde, aber ich kann dir versprechen, das ist eine sehr, sehr gute Zahl, ja, also wenn du vielleicht noch nicht so viel Kampagne da draußen gemacht hast, Neukundengewinnung, wenn du vielleicht zum Beispiel ein Dienstleister, Inhaber bist von einem Dienstleister oder einem Softwarehersteller, wo du, sagen wir, bis jetzt immer nur, sagen wir mal, organisch dich aufgebaut hast, ja, quasi durch Inbound, und noch nicht so viel Outbound-Erfahrung hast, das ist ein richtig guter Wert. Also ich kenne andere Mitbewerber von mir, die schaffen hier maximal 1%. Ja. Dann haben wir das ungefähr so ausgerechnet, haben wir gesagt, okay, was ist jetzt hier eine Lizenz durchschnittlich und so ein Kundewert, was Lizenzen betrifft, 1200 Euro haben wir gesagt, je Monat, und 7 Jahre waren ungefähr der Customer Lifetime Time Horizon, das heißt, ein Kunde bleibt ungefähr 5 bis 7 Jahre im Durchschnitt Kunde. Ja. Ganz ehrlich, alles, was darüber hinaus ist, es gibt keinen IT-Leiter da draußen, den ich kenne persönlich, der noch länger sein Budget plant oder alles, was er sich an IT einkauft, über 5 oder sogar 7 Jahre hinaus. Das ist, die Zeiten ändern sich so schnell, die Technologien. Niemand plant mehr über 5 Jahre hinaus. Also von daher, alles andere macht keinen Sinn. Und ja, Projektkosten ungefähr 50 bis 100.000 Euro. Das können natürlich auch mehr sein. Es gibt natürlich auch größere Projekte, globale Integrationen, ja, komplexe, größere Projekte, wo du teilweise 500 Manntage hast. Dann ist das Ganze hier natürlich, wenn du sagst, ein Manntag ist ungefähr 1500 Euro, das Ganze mal 100. Ja, wären schon quasi entsprechend 150.000 Euro. Ja, also dann hast du teilweise Millionenprojekte. Aber das ist sozusagen, wir reden hier von einer Kampagne aus dem Mid-Market. Das andere wäre dann absolute Enterprise, Upper Market. Davon gibt es natürlich dann viel weniger. Aber dafür ist dann der durchschnittliche Kundenwert wahrscheinlich nochmal mehr als wie jetzt hier 140.000 Euro. Wir haben ja gesagt, wir haben 10 Neukunden hier generiert. Ja, 10 Neukunden und insgesamt 1,4 Millionen Customer Lifetime Value. Das heißt, auf die 7 Jahre, wo wir gerechnet haben, 7 Jahre, ist ja ein Kunde 140.000 Euro wert. Das heißt, pro Jahr 14.000 geteilt durch 7, 20.000 Euro pro Jahr
Ja, also das hier ist quasi ein CLV von 20.000 Euro im Jahr. Ja, und das ist natürlich Quatsch, von 200.000 Euro im Jahr. Na, 20.000. Weil 20.000 mal 10 sind 200.000, mal 7 sind 1,4 Millionen. Ja? Also 20.000, und ich kann dir versprechen, es gibt Lösungen, da hast du einen wesentlich höheren Customer Lifetime Value als 20.000 Euro pro Jahr. Also wir haben auch SAP-Kampagnen schon massiv gemacht und Oracle-Kampagnen. Da ist der Customer Lifetime Value im Jahr hoch, also weit über sechsstellig, also Hunderttausende von Euro wert. Ja? Also allein die Lizenzkosten sind Hundert oder 200.000 Euro. Ja? Also wie gesagt, das ist jetzt eine Mid-Market-Kampagne. Wenn dich das interessiert und dich angesprochen fühlst, hier unten irgendwo findest du einen Link. Trag dich ein, kostet dir nichts. Ja? Also für eine begrenzte Zeit bieten wir das noch an. Wir sind auch sehr stark gebucht. Ja? Viertelstunde, 30 Minuten maximal. Gehen wir schnell die Checkliste durch und schauen uns an, ob wir da vielleicht zusammenpassen, ob du Beratung von uns brauchst oder auch operative Unterstützung. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Dein Thomas Klein. Happy Hunting und tschüss. Bye, bye.